Herzlich willkommen zum Kreativimpuls. Freut mich, dass du wieder vorbeischaust. Und ich hoffe, es hat dir gestern Spaß gemacht und dass du ein paar Erlebnisse hattest, die vielleicht neu für dich waren. Heute stelle ich dir wieder drei Begriffe vor. Es wird um das Handwerk gehen, die Berührbarkeit und den Anfängergeist. Und wie auch gestern und die folgenden Male werde ich, solange ich über die Begriffe spreche, hinter Bildern verschwinden. Ich fange an mit dem Begriff Handwerk. Zwischen Hand und Gehirn besteht ein Dialog. Der drückt sich auch in einer Handfertigkeit aus, die mit der Entwicklung des Hirns zunimmt. Es ist zum Beispiel so, dass die Hand eines Kindes mit einem Jahr schon so weit entwickelt ist, dass sie zur lebenslangen Erkundung bereit ist. Und mit diesem Erfahrungswissen, was sie in dem Jahr gemacht hat, ausgestattet, kann sie auch nochmal gerichteter zugreifen. Wenn dann der Erwerb der Sprache dazukommt, dann bringt das auch noch die Reflexion über die Dinge mit sich, die da erfahren werden, was die Hand da tut und was sie erfährt. Das geht natürlich noch mal viel tiefer und bringt viel mehr Informationen in unser Hirn. Und man kann auch sagen, je feiner die Handfertigkeit ist, desto feiner ist eine Art von Handwissen, die wir über eine Sache haben. Dieses Handwissen bringt mit sich, dass das Wissen nicht aufs Rationale beschränkt ist, sondern dass es neben diesem Geistigen auch einen praktischen und einen sinnlichen Zugang zu etwas gibt und das, wie wir es auch gestern schon hatten, als weiterer Sinn, der das Hirn mit Informationen füttert, das ermöglicht einen differenzierteren Zugang. Es hat sich ja inzwischen rumgesprochen, dass unser Hirn ein plastisches Organ ist, das sich jederzeit umformen lässt. Was natürlich zum Glück bedeutet, im hohen Alter können wir auch noch Neues dazulernen. Allerdings, leider hat unser Hirn die Tendenz, sich zu versteifen. Ähnlich wie die Muskeln, Wahrnehmungsmuskeln, von denen wir gestern gesprochen hatten, ist es so, dass Gedanken, die wir oft denken, graben sich in Denkspuren ein und je tiefer diese Denkspuren wären, je häufiger wir diese Gedanken denken, desto schwerer ist es auch, aus diesen Spuren wieder herauszukommen. Aber die gute Botschaft ist, es kann uns helfen, wenn wir etwas anderes zu denken, andere Erfahrungen zu machen, wenn wir uns mit Dingen umgeben, die ungewohnt sind. Und da bietet natürlich das künstlerische Tun ein hervorragendes Betätigungsfeld. Da müssen wir eigentlich immer ergebnisoffen sein und was Neues ausprobieren und gucken, was darüber entsteht. Das heißt, wir müssen unser gewohntes Terrain verlassen und uns durchaus ungewohnten Bedingungen aussetzen, von denen wir eben noch nicht wissen, wo es hinführt. Die Kunst ist also ein unglaublich gutes Erforschungsfeld, ohne dass es einen Erfolgsdruck gibt, weil die Kunst einfach andere Regeln und Systemzwänge hat, Maßstäbe, als es die Realität hat. Es gibt ganz andere Kriterien, an denen etwas gemessen wird. Die Kunst ist also kann eine Art Labor sein, in dem wir in einem geschützten Raum neue Erfahrungen machen können. Die tätige Hand ist dabei unser Reiseführer. Sie zeigt uns immer wieder neue Möglichkeiten, neue Arten, wie wir etwas denken können. Jetzt komme ich zu dem nächsten Begriff, die Berührbarkeit. Neben diesem Handlungsfeld kann ich sogar sagen, dass die Kunst die Möglichkeit birgt, aus ihr eine Suchbewegung zu machen. Ich kann mit ihr ergründen, was es bedeutet, in der Welt zu sein. Ich kann das richtig gehen erforschen durch immer wieder kleine Experimente
kleine oder größere. Die Voraussetzung allerdings ist, dass ich damit ich dieses Potenzial der Kunst erforschen kann, ausschöpfen kann, die Kunst muss sich konsequent auf das Leben beziehen. Sie darf sich nicht zu sehr in ihren Regeln halten, in ihren Systemen, sich selber befragen, ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten, weil sie sonst den Menschen nicht mehr berührt. Es muss also ganz konkret um den Menschen gehen, wie er lebt, was er erlebt, wie er handelt, wie er mit anderen ist. Sonst, damit sie mich und alle anderen auch erreicht. Erreichen meine ich auch berühren, also nicht nur, damit ich sie verstehe, sondern damit sie mich auch innerlich berührt. Diese Berührung bewirkt in der Regel eine Öffnung hin zu dem, was da berührt. Also wenn ich mich mit etwas beschäftige, was mich berührt, dann öffne ich mich auch dafür, für diese Tätigkeit zum Beispiel. Ich setze mich dadurch in eine Beziehung zu diesem Geschehen und werde Teil davon. Gleichzeitig ermöglicht mir das eine Haltung der teilnehmenden Beobachtung. Ich bin nicht total involviert, ich bin schon noch diejenige, die Regie führt, aber ich kann relativ emotionsfrei zuschauen, was da passiert und so einen emotionalen Berührungsraum kreieren, der immer noch in meiner Hand liegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das bedeutet natürlich ganz viel Öffnung. Das heißt, künstlerisches Arbeiten ist eigentlich immer ein Einlassen auf eine unwägbare Erfahrung, deren Ausgang ungewiss ist. Es bedeutet, den lenkenden Willen hinten anzustellen und zum Beobachter des eigenen Tuns zu werden. Es ist so, als ob ich den Spuren, die ich da hinterlasse, durch meine gestalterischen Eingriffe, dass ich denen folge, auf die reagiere. Eigentlich ist es fast so, als ob nicht ich lenke, sondern es ist wie ein Dialog mit einer Sache oder einem Material und durch meine Handlung gehe ich damit in Beziehung. Das bedeutet natürlich auch, dass alles das, was mein Frontallappen, mein gesteuertes Hirn will, dass das in den Hintergrund tritt und dass das Wollen von einem Geschehen abgelöst wird. Das alles kann aber nur passieren, wenn mein Tun wirklich ergebnisoffen ist. Eine Künstlerin hat das mal sehr schön ausgedrückt. Ich kenne das Ziel nicht, aber ich weiß, dass ich da sein will. Wenn ich jetzt zum Beispiel zeichne, dann zeigt mir der Stift, was möglich ist. Und ich entscheide lediglich, ob ich seinen Vorschlägen folge. Das bietet mir die Möglichkeit, dass mich dieses Tun meiner Hand, das Zeichnen in dem Fall, in Terrains, in Gefilde führt, die ich rein kognitiv gar nicht voraussehen kann. Also das, was ich tue, geht über das, was mein Geist sich vorstellen kann, hinaus. Wenn ich das akzeptiere, dann habe ich die Freiheit, ganz viel geschehen lassen zu können und mich für weiterreichende Bezüge zu öffnen, als das, was so vordergründig unter Einfluss meines gesteuerten Willens passiert. Allerdings, ich kann dieses Geschehen lassen nicht erzwingen. Aber, wieder gute Botschaft, ich kann es unterstützen. Nämlich, indem ich möglichst oft Gelegenheiten schaffe, dass es passieren könnte. Ich komme zum nächsten Begriff, dem Anfängergeist. Der sogenannte Beginner's Mind, das ist ein Begriff aus dem Buddhismus. Das ist ein Zustand des Geistes, der mich etwas wie das erste Mal erleben lässt.
Ich habe auch gestern schon darüber gesprochen, ich bin in dem Moment frei von Gewohnheiten und Vorstellungen und auch von Perfektionsansprüchen, weil ich weiß ja nicht, worauf es hinauslaufen soll. Gleichzeitig taste ich mich neugierig an etwas für mich in dem Moment Unbekanntes heran. Das heißt, ich suche, ich beobachte und ich bin zugleich überaus wach. Dieses Suchen ist von Zuversicht getragen und hält in der Regel auch Zweifel aus, weil ich weiß ja nicht, was die Maßstäbe sind, die gelingen oder scheitern bestimmen. Allerdings, mein Hirn wehrt sich gegen diesen Anfängergeist. Es sucht ständig nach Sicherheiten. Das ist was, was in unserem Stammhirn verankert ist, ein Mechanismus, der ein Überbleibsel aus einer Zeit ist, in der wir häufig lebensbedrohlichen Situationen ausgesetzt waren. Und dieser Mechanismus, der spult sich in uns immer wieder ab und vor allem, er spult sich auch in imaginierten Situationen ab. Aber das können wir auch nutzen. Wir können uns nämlich Situationen imaginieren, wo es anders sein kann. Wenn wir also unsere Vorstellung, wie etwas sein wird, loslassen, können wir auch unser Stammhirn überlisten und den Anfängergeist in uns kultivieren. Und, wie vorhin schon gesagt, die Gelegenheiten schaffen, das zu kultivieren. Je öfters wir ihn praktizieren, desto eher kann er zur Grundlage, zu unserer Haltung werden, die unser Bewusstsein bestimmt. Jetzt komme ich zu den Handlungsvorschlägen für heute, die sich auf die drei Begriffe Handwerk, Berührbarkeit und Anfängergeist beziehen und die diese Begriffe nochmal auf einer tätigen Ebene aufgreifen. Vorschläge dich inspirieren, dir Lust machen, es mal auszuprobieren oder dich noch auf ganz eigene Ideen bringen. Und wenn du die Möglichkeit hast und die Lust, mit anderen darüber in Austausch zu gehen, möchte ich dich ermutigen dazu. Das wird nicht nur intensiver, sondern man kommt noch auf viele, viele weitere Ideen, was man machen kann und das Erlebte auszutauschen. Macht einfach froh. Ich freue mich, wenn du morgen wieder vorbeiguckst und verabschiede mich.